Wisst ihr, in der Weihnachtszeit ist manchmal viel schöner zu geben, als immer nur zu nehmen. Und genau deswegen machen wir heute eine Torte für den Nikolaus, genau nach seinem Geschmack. Und als Stiefel. Herzlich willkommen bei Yamtamtam. Wir machen heute eine total aufregende Torte, und zwar in Stiefelform für den Nikolaus und für euch. Los geht's. Wir brauchen Wiener Böden. Jawohl, aber dunkle diesmal. Ja, weil der Stiefel ist ja meistens dunkel. Schwarz zum Beispiel. Wie ist deiner? Auch schwarz. Siehst du? Kommt. Sehr gut. Okay, ich muss jetzt hier noch kurz diese Papiergeschichten wegnehmen. Warte, ich zieh's einfach hier raus. Guck. Ah, sehr gut. Okay, Stiefelform. Hey, und aus den Resten können wir einfach Cake Pops machen. Ja, oder gleich essen. Oh, ich finde, es sieht schon stiefelmäßig aus. Oh ja, ein bisschen, ne? Vielleicht hier noch so ein bisschen, die ist so. Ja, oder? Geht schon. Fertig, Nikolaustorte. Ah, nee, doch nicht. Wir wollen ja, dass unsere Torte so richtig schön saftig wird. Deswegen werden wir diese Böden jetzt mit etwas tränken, und zwar mit Orangensaft, frisch gepresst. Und Aprikosenkonfitüre. Ihr könnt jede Marmelade nehmen, die ihr wollt. Wir wollen Aprikose. Yes. Ich bin bereit. Vier. Perfekt. Ja. Gut. Unsere Orangen sind wirklich immer so super saftig, gut Quality. Deswegen brauchen wir nur eine halbe. Schaut einfach, damit das so eine dickflüssige Masse wird. Ja. Gut verrühren. Und jetzt einfach drauf. Es kann ruhig auch so ein bisschen stückig werden. Das macht überhaupt nichts. Und wenn ihr keinen so einen hochprofessionellen Pinsel habt, dann nehmt ihr einfach einen Löffel. Oder die Hand. Perfekt. Jetzt kümmern wir uns um die cremige Füllung. Hier kommt die Mascarpone. Oh yeah. Da, da, da. Zimt. Ohne Schüssel. Und der Puderzucker. Wir machen nämlich eine fluffige Creme aus Mascarpone und geschlagener Sahne. Prise Zimt. Und ich habe da noch eine Idee. Zitrone. Ja. Gute Idee. In helle Cremes passt generell sehr gut Zitrone. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich finde, es passt sehr gut dazu. Wozu passt denn Zitrone nicht? Pizza? Ei. Kommt auf die Pizza an. Also jetzt haben wir Zimt, Zitrone. Ich will dann aber gleich auch noch Baconstreusel drauf machen. Okay. Wenn ihr zufällig nicht so ein großer Zitronenfan seid, was ich mir gar nicht vorstellen kann, dann könnt ihr die Zitrone natürlich auch weglassen oder stattdessen Orange nehmen oder Vanille oder was ihr gerade an köstlichen Gewürzen zu Hause habt. Let's go. Let's go. Jetzt müssen wir die Sahne schlagen. Achtet übrigens darauf, dass die Sahne schön kalt ist. Nehmt sie am besten frisch aus dem Kühlschrank oder packt sie kurz ins Gefrierfach, weil gerade wenn es im Winter so mollig warm zu Hause in der Wohnung ist, dann ist die Sahne manchmal ein bisschen zickig. Ich mag es mollig warm, Sahne nein. Sahne nicht. So, Sahne steif dazu. Und den Rest mit Puderzucker. Perfekt. Ich hebe jetzt mal vorsichtig die eine Creme unter die andere. Das nennt man Unterheben, weil man quasi immer die eine Schicht so unter die andere hebt. Ist auch sehr meditativ. Ich würde sagen, wir nehmen uns ein Kuchengitter, weil dann können wir danach gleich die Schokolade drüber gießen. Yes. Ich hole. Wir haben vor einen mini kleinen Fehler gemacht, vor lauter Nikolaus-Freude. Wir haben alle drei Schichten bestrichen. Und deswegen werde ich jetzt hier auf der, wo am wenigsten ist, so ein bisschen die Marmelade wegstreichen, damit wir nachher keine Hubbel unter der Schokolade haben. Alright, schmeiß rauf. Viel, weil es gibt ja nichts Schlimmeres als trockene Torten. Boah, jetzt wird's spannend. Perfekt. Jetzt muss man aufpassen, das passiert einem manchmal bei Torten, dass man, dass die hier so abschüssig werden. Ja. Das heißt, wir müssen hier noch mal ein bisschen was nachfüllen. Wir wollen ja keine Kuppeltorten, Kuppelstiefel. Voll der dicke Stiefel, ey, geil. Mir so Größe 46. Hm. Aber ich habe auch früher immer meinen größten Stiefel rausgestellt, weil ich dachte, da kriege ich automatisch mehr Süßigkeiten. Hat es funktioniert? Ja. So, der letzte Stiefel rauf. Ja, schnell. Oh, guck mal, haben wir gut gerade. Oh, geil. Nice, jetzt nur verstreichen. Und dann könnt ihr einfach so die leeren Stellen, wo quasi noch Creme fehlt, so ein bisschen ausfüllen und verstreichen. Der kommt jetzt auf den Balkon, weil draußen ist es sehr, sehr, sehr kalt. Und dann kommt die Schokolade drüber. Yeah. Während unser Kuchen kühlt, hacken wir schon mal die Schokolade. Yes. Einmal Zartbitter. Und einmal Vollmilch.
hole schon mal eine Schüssel. Das Ganze werden wir über dem heißen Wasserbad schmelzen lassen. Wir haben jetzt eine Mischung aus Zartbitter und Vollmilchschokolade. Bei vielen Leuten Zartbitter zu bitter ist beim Kuchen. Ich mag das persönlich, aber es ist ja Familie und deswegen Hälfte, Hälfte. Ich packe schon mal ein bisschen was hier rein, dann hast du Platz auf dem Brett. Yeah. Wir geben noch ein bisschen Kokosfett dazu, weil das sorgt dafür, dass die Schokolade geschmeidiger wird und sich besser um den Stiefel legt. Und es glänzt schön. Schwupp. Verrückt, aber so ein kleiner Löffel Kokosfett bringt schon was. Okay, der Rest kommt. Her damit. Während die Schokolade schmilzt, baue ich schon mal unsere Schokoladenübergießstation auf. Ja! Okay, wie ist es? Perfekt, wir können eigentlich den Stiefel vom Balkon holen. Gut. Stiefel incoming! Wir haben jetzt hier unten so ein Backpapier drunter gelegt, weil dann wird die überschüssige Schokolade aufgefangen und man kann sie nochmal für was anderes nehmen. Oder essen. Ich schütze, du verstreichst. Gut. Fertig ist unser Vintage-Stiefel. Ja, vielleicht schon ein paar Mal getragen, aber der kommt jetzt erstmal auf den Balkon zum Abkühlen und dann wird verziert. Tada! Stiefeltorte! Spritzbeutel bitte. Spritzbeutel. Tülle bitte. Tülle. Wir haben jetzt den Rest von unserer Sahnecreme, die wir schon für die Füllung benutzt haben, und damit machen wir jetzt noch Fell. Yes! Willst du spritzen oder soll ich? Ich will. Okay. Jetzt müssen wir es noch dekorieren. Ich möchte hier so grüne Perlen machen. Dann will ich aber auch noch rote. Unten die grünen. Okay, dann oben die roten? Ja. Also wenn der Nikolaus uns jetzt keine nicen Geschenke bringt, dann weiß ich auch nicht. Ich finde, es ist eine wunderschöne Nikolaustorte und bin mir sicher, die schmeckt super köstlich. Ja, falls ihr Bock habt, das nachzumachen, dann schickt uns doch gerne eure Stiefel unter dem Hashtag YumTamTam. Und wir sagen viel Spaß beim Nachbacken. Bis bald. Tschüss. Tschüss.